das ist der Teil 6 des Videos über das Zuchtprojekt des europäischen Hirschkäfers, Lucanus cervus cervus. Wir haben vorher ja aus dieser großen Kiste diese ganze Anzahl von Larven entnommen. Mach mal, dass man das Totale etwas sieht, eine Totale sieht davon, genau, das ist die ganze Ansicht. Das sind alles L2-Larven hier und das da oben sind L1-Larven, da haben wir 1, da sind 4 drin, 5, 6, 7, 8 L1 und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 L2-Larven. Und jetzt geht es darum herauszufinden, in welchem Substrat leben diese Larven am besten. Ich habe drei verschiedene Typen von Substrat hier vorbereitet. Das eine hier, das so regelmäßig gemischt erscheint, wenn man genau hinschaut, sieht man ein bisschen hellere Teile und ein bisschen dunklere, ist eine Mischung von Flake Soil, also von fermentiertem Sägemehl, mit Kintschi gemischt, also mit pilzbesiedeltem Sägemehl. Und zwar besiedelt vom Pilz Pleurotus ostreatus, etwa halb-halb, also 50% Kintschi, 50% Flake Soil, da hinein in diese vier Testgläser kommt jetzt je eine Larve, dieser L2-Larven von Lucanus cervus. Dann habe ich andere Gläser vorbereitet, man sieht das hier, das sind so wie ein Boden geschichtet, unten mit Lehm, dann mehr oder weniger Erdbodenhumus, dann Flake Soil und dann anstatt das zu mischen, habe ich so Schichten gemacht von diesem Kintschi gepresst und es hat drinnen auch noch Stücke Weißfaule der Buche. Da werden wir schauen, ob das vielleicht das bessere Substrat ist. Auch ein bisschen ein größeres, deutlich größeres Gefäß als die anderen. Aber da sind jetzt auch einige Flaschen vorbereitet worden. 2, 4, 6, 8. Und dann werden wir noch etwa 4 Larven in einem größeren Behälter hier einsetzen, um zu sehen, ob sie auch gemeinschaftlich gut gehalten werden können. Und dann habe ich diese Flake-Soil-Mischung, die schon in dem Glas war, auch in eine größere Kiste eingebracht. Und wir werden schauen, ob die Größe auch einen Einfluss hat auf das Wachstum der Tiere. Wie man das macht, das ist eigentlich, das Einsetzen ist relativ einfach. Man macht oben am besten irgendein Loch hinein, das ist ein bisschen gepresst worden, dieses Substrat. Das heißt, die Larve hat dann hier einiges zu tun, bis sie sich da richtig eingegraben hat. Das Substrat wurde jetzt frisch zubereitet, das heißt, die Larve, da ist der Pilz noch nicht rausgewachsen wieder aus diesen einzelnen Stücken des Holzes, wo der Austernseitling drin war. Wir setzen die Larve jetzt einfach hier hinein. Vielleicht noch ganz wenig vom ursprünglichen Erdboden, in dem sie da gelebt hat, in der Kiste drauf, um das zuzudecken. So, das war jetzt eine L2 und dann kommt dann nachher der Deckel drauf. Und natürlich schreibt man jetzt da das ganz genau auf. Das war 50, 50 Flake Kintschi Pleurotus ostreatus. Das ist der Lucanus cervus cervus. Strain Nummer 3 als L2-Larve, ca. 2 Gramm, am 2. Februar 2013. Ja. Und so wird dann von jedem dieser Tiere, wird eigentlich dann ein Buch geführt, wie sie sich hier entwickeln, in diesen verschiedenen Substraten drin. Und jetzt ca. in einem halben Jahr wissen wir dann mehr darüber, welche Zusammensetzung des Substrates für ihr Wachstum geeigneter ist, ob es überhaupt Unterschiede gibt, ja oder nein. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.